Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Breath of Fire. Liebe Leute, ich nehme zu der unchristlichsten Uhrzeit auf, die ich hier für Breath of Fire angesetzt habe. Es ist gerade 5.03 Uhr früh morgens. Yes, an einem Samstag, ist das nicht geil? Und ich bin hellwach und top ausgeschlafen. Man glaubt es nicht, aber ich bin gestern so ultra früh eingepennt, dass ich mir jetzt so dachte, hey, du bist wach, schlafen kannst du nicht mehr, warum also nicht das Wochenende mit einer Aufnahme starten? Und ihr seht, dass ich nicht mehr in Gust bin oder in Gast, sondern streng genommen, würde ich sagen, westlich von Gant, denn es gibt hier noch diesen Drachentempel. Vielen Dank an Thomas auch nochmal für den Hinweis, wo ich diesen Tempel finde, denn wir sind schon mal hier gewesen. Da hat mir allerdings ein Item gefehlt, was ich jetzt mit mir führe. Das war, glaube ich, das Dragon Sword und ich glaube, ich muss das aber... Ah nee, ich muss das gar nicht anlegen. Ups, da schmeißt er mich hier voll ins Geschehen. Warte mal, ich habe keine Ahnung, was für ein Schwierigkeitsgrad jetzt hier auf mich wartet, aber ich gucke sicherheitshalber nochmal, ob ich mich... Ja genau, weil diesen Boomerang, den sollte ich mir wahrscheinlich dann ablegen und stattdessen auf irgendein... Ja, auf irgendeine krassere Waffe zurückgreifen. Damit sinken zwar meine Aktionspunkte, aber ich glaube, ich hoffe, dass das jetzt für den Kampf nicht so ultra wichtig sein wird. Und beim Rest, da sollte eigentlich alles klappen. Ich probiere es jetzt einfach mal. Ich bin ja schon relativ früh das erste Mal hier gewesen, deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt so krass wird. War im letzten Tempel auch eine Kiste? Boah, ey, wie der blinkt. Der sieht aus wie der bei den Speicherpunkten. Ist das nicht der gleiche Geist oder was auch immer das darstellen soll? Keine Ahnung. Wir gehen auf jeden Fall mal hin. Ach, guck mal, links kann ich mich heilen. Zufallskämpfe gibt es ja wahrscheinlich nicht, ne? Das werde ich nie vergessen. Ich werde nie wieder in einem Breath of Fire Spiel, wenn ich Wasser sehe, davon ausgehen, dass man sich nicht heilen kann, ja? Ich sag nur der erste Dungeon hier. Dieser Fail, der bleibt einfach unvergessen. So, jetzt aber. Bin gespannt. You have completed this step. If you can survive this test. Ich habe gerade gelesen, if you can survive the rest. Hätte ja auch irgendwie gepasst. Oh, du siehst aber schön aus. Du siehst aus wie ein böses Arktos. Du bist aber Bane. Okay, okay. Don't mess with Bane. Soll ich einfach angreifen? Können mich auch, nee, ich sollte definitiv zum Drachen werden, glaube ich. Ich glaube, das ist ansonsten, eine Geschichte, die uns locker 2 Stunden beschäftigt. Wenn ich jetzt hier mit meinen kleinen Hauern versuche, den irgendwie aus der Reserve zu locken. Ich hoffe nur, dass jetzt, Thunder eine gute Option war, ja, 130. Na gut, wird jetzt trotzdem ein bisschen dauern. Kann ich im Drachenstatus mir eigentlich Heil-Items zu Gemüte führen, ganz normal? Ja, okay. Also irgendwie sind die Kämpfe ganz schön unspektakulär. Das ist wahrscheinlich, ja, keine Ahnung, irgendwie so eine grobe Orientierungshilfe, um zu gucken, ob man stark genug für die Phase des Spiels ist oder so. Also ich glaube, dass der gute Paul auf jeden Fall noch ein paar mehr Level-Ups vertragen könnte. Sag mal, kriege ich das jetzt hin, den Down zu kriegen, ohne dass ich mich nochmal heilen muss? Ich glaube, ich habe einen kleinen Vorsprung, ne? Ich habe einen kleinen Vorsprung. Ich werde ganz schön geschädigt aus diesem Kampf rausgehen. Aber wenn er jetzt nicht irgendwann mal daneben blitzt, dann soll... Ah, guck mal, da ist ein Slam. Nice. Gerade in diesen Kämpfen auf jeden Fall sehr hilfreich. Ich fühle mich ja in meiner Gruppe momentan sehr overpowered, weil Blö halt irgendwie allen davon rennt levelmäßig. Guck mal, ich glaube, Paul hat auch keinen Bock mehr auf den Kampf. Einfach ballert er jetzt hier einfach ein Slam nach dem anderen raus. Nee, das ist ein guter Start. Ich bin jetzt sehr gespannt auf die Belohnung, die wir bekommen. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, dass ich gar nicht mehr weiß, was es beim ersten Tempel als Belohnung gab. Congratulations, your training is complete. Das ist sehr schön. Und nun? Bekomme ich langfristig irgendeine Verbesserung? Use your powers to restore peace to the world. Okay. Also für Weltfrieden zu sorgen ist auf jeden Fall eine sehr erstrebenswerte Superpower-Kraft, aber so klassische Belohnung, Item oder so? Oder ich bin halt stärker geworden und das Spiel kommuniziert das nur nicht eindeutig, ich weiß es nicht. Und bei dir so, congratulations on your achievement. Use your powers wisely. Hm.
Vielleicht habe ich auch einfach gar nichts bekommen und das ist einfach nur für einen Ego-Push oder so. Kein Plan. Alles wie vorher, gefühlt. Wenn ich jetzt wenigstens 10 Level aufgestiegen wäre oder so, aber nein. Nichts erfährt man hier. Können wir halt munter drauf losspekulieren. Lass uns lieber gucken, dass wir jetzt unseren nächsten Zielort erreichen. Und der sollte sich irgendwo in der Nähe von Gust befinden. Und wir haben beim letzten Mal schon einen kurzen Abstecher dorthin gemacht. Guck mal, das ist der gleiche. Guck, der blinkt der wieder vor sich hin. Der Speicherfuzzi ist auch der Tempelfuzzi. Und der wird bestimmt am Ende auch irgendwie der Überendgegner sein oder so. So, ich muss jetzt einmal kurz, bevor ich einen Cut mache und euch den Weg erspare, euch unbedingt nochmal zeigen, weil das sehr, sehr wichtig ist, dass ihr das seht, wie ich jetzt den Boomerang wieder anlege. Das spektakulärste Feature im ganzen Spiel, Waffenwechsel. Ich weiß, wir sind alle ultra aufgeregt und müssen uns erstmal beruhigen, aber wie gesagt, der Cut kommt und wir können alle erstmal durchatmen. Ich weiß nicht, ob ich hier beim letzten Mal... Achso, ich bin unten. Guck mal, ich bin unten lang gelaufen. Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht mehr, ob ich oben oder unten lang gelaufen bin, aber... beim letzten Mal war ich umsichtiger, wie ich gerade feststellen musste. Weil da habe ich gesehen, dass oben nur eine Sackgasse ist. Und mein Marvel ist jetzt abgelaufen. Ich werde jetzt mich den Kämpfen stellen. Vielleicht kriegen wir ja hier noch das ein oder andere Level ab. Noch rum. Ich bin zuletzt sehr, sehr... viel den Gegnern ausgewichen gefühlt und das darf auch gerne wieder ein bisschen anders laufen. Denn eigentlich bin ich ja stark genug, um die Gegner, zumindest die, die wir jetzt hier antreffen, nicht zu ätzend werden zu lassen. Aber vielleicht waren das jetzt auch nur die schwächeren Ausführungen. Boah, ich habe schon wieder die eklige Encounter-Rate vergessen. Wie lange durfte ich jetzt laufen? Waren das 1 oder 2 Sekunden? Ich weiß es nicht. Aber wir gucken. Ich lasse mich nicht entmutigen. Solange ich Gegner vor der Nase habe, die ich in einer Runde erledigt kriege, ist das gar kein Thema. Es sei denn, A, wie jetzt gerade, hallo Vorführeffekt, ich lege sie nicht in einer Runde oder sie kommen mit Zustandsveränderungen um die Ecke, die mich dazu zwingen, im Nachgang noch zu heilen, worauf ich gar keinen Bock habe. Aber ey, das sind 2500 EP geschenkt, das, ist eigentlich okay. So, warte mal. Das ist, glaube ich, jetzt das erste Mal, dass ich nicht auf meinen Zettel gucken muss, um nach dem x-ten Mal zu peilen, dass ich mit Heal meinen Charakter von seinem Curse befreie. Warum ist denn jetzt hier unten noch ein Weg? Das ist jetzt aber auch Sackgasse, oder? Oder kann man da irgendwie drüber laufen? Nee. Das war früher nicht so, das ist heute nicht so. Keine Ahnung, was ich mir hier erhoffe. Ich glaube, das hier waren die ätzendsten Gegner. Ich glaube, weil ich die nicht in einer Runde besiegt habe, war das so? Was war denn bei denen nochmal für ein Zauber sinnvoll? Ich glaube, Bolt war so der krasseste Shit, aber Bolt geht nur auf einen. Aber das ist vielleicht auch okay, ich weiß es nicht. Wir probieren uns mal aus. Wir tasten uns mal ran. Okay, alles klar. Weil ich das vielleicht auch gar nicht zu krass ausreizen sollte, weil ich weiß zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, wie weit der Weg bis zur nächsten Stadt ist. Und wie ich jetzt mit meinen MP hausieren muss. Jetzt habe ich mir selber Angst gemacht. Jetzt nehme ich doch nochmal einen Marvel. Damit wir zumindest an dem Punkt jetzt angelangen, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Weil streng genommen kennen wir diese Ecke hier schon. Wir sind hier schon mal lang gelaufen am Ende der letzten Folge. Da unten ist auf jeden Fall ein Brunnen, an den ich, glaube ich, jetzt noch nicht rankomme. Es tut mir voll leid, falls ich beim letzten Mal auch versucht habe, hier lang zu latschen, oder bin ich straight geradeaus gelaufen? Ich habe es auch probiert. Die Lage des Brunnens suggeriert ganz, ganz doll, dass man irgendwann hier rumfliegen kann und sich den Spot merken sollte, um aus diesem Brunnen irgendwann was ultra wertvolles rauszufischen, so da oben. Warum ist das hier so auffällig? Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe gerade was sehr, sehr Gutes gemacht. Ich weiß zwar nicht, was mir ein Seefisch bringt. Das ist bestimmt ein Clownfisch. Das ist ein Angelspot. Wie süß ist das denn? Es gab hier schon mal in Breath of Fire so eine Stelle. Oh, man kann hier verschiedenes Zeug angeln. Das ist ja cool. Lass mich raten, hier bekommst du bestimmt so Köder. Also ich schätze mal, dass das alles jetzt Köder sind, was ich hier mitnehme. Guck mal, und jedes Mal was anderes. Ich höre erst auf, wenn
sich einmal irgendwas doppelt, solange jedes Mal was Neues kommt. The Fish Got Away. Okay, das ist streng genommen, ist das auch neu. Der ist mir bisher nämlich nicht zweimal entwischt. Und jetzt ist er aber nochmal weg. Okay. Was wollte ich gerade sagen? Dass man hier bestimmt Köder findet, die es auch nur hier zu holen gibt und die man anderswo nicht bekommt. Es gab aber noch diesen anderen Spot in dieser Lava-Magma-Höhle damals. Wisst ihr noch, wo ich dann so nach unten gelaufen bin? War eigentlich nicht so deutlich erkennbar und plötzlich ging es dann da weiter. Also hier musst du schon ganz genau hingucken. Bin froh, dass ich das jetzt nochmal avisiert habe. So, ich habe gerade gar keinen Bock, mit Orks da irgendwie gegenzuhauen. Aber wir können jetzt mit dem Mädel hier sprechen. Was ist denn jetzt passiert? Ist hier in das Loch da reingefallen? Ich springe jetzt mal hinterher. Das klang aber gerade eher nach Treppe als nach ich lass mich mal fallen. Was soll das hier sein? Ah, ich glaube, hier bin ich safe. Oh, was seid ihr denn? Was ist denn das für ein niedliches Eckchen? Ist das hier schon Scandi? Mogu is in a coma under a spell from the Dark Dragons. He'll snap out of it if we can defeat the monster in his dream. Oh. Können wir etwa in seinen Traum eindringen und dann irgendwas gegen das Monster tun? Oder träumt er von einem Monster, was sich hier irgendwo in der Höhle aufhält? Das sind Maulwürfe. Kann das sein? Maulwürfe mit Mozart-Perücken. We are the mole people. The Dark Dragons are exploiting us. Okay, also die scheinen hier gerade im Fokus der Bösewichte zu sein. Das tut mir sehr leid. Ich versuche mal, den Fokus des Bösen auf uns zu verlegen, okay? We need an item from Tundin in order to enter his stream. Will you get it for us? Tundin. Was war denn das nochmal für eine Stadt? Ist ja schon wieder eine Weile her, seit ich dort war. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber ich bejahe mal. Paul is holding too many... Nein. Nein, das kann eigentlich gar nicht sein. Warte mal, ich hatte doch hier noch was frei. Nee, ach stimmt, ich war angeln. Haha, ich war angeln. Da geht das nicht so einfach. Okay, warte mal. Kann ich denn Zeug wegwerfen? Ja, kann ich. Ich muss das jetzt einfach mal machen. Ich weiß, das ist voll die Geldverschwendung, aber es ist, wie es ist. So, was hat mir diese C-Nut nochmal gebracht? Erzähl mal. Ingredient for a Tonic. Ich würde das halt schon ganz gerne verkaufen, aber... Oh, das ist jetzt ätzend. Warte mal kurz, ich brauche irgendeinen Plan. Eigentlich bräuchte ich jetzt irgendeinen Händler. Ich brauche einen Händler. Ich habe keinen Bock, jetzt Zeug wegzuschmeißen und dann vielleicht 20.000 Ocken liegen zu lassen. Warte. Oh, wenn ich mich jetzt aber wegporte, dann... muss ich den ganzen Weg hier wieder hinlaufen. Das ist gerade ultra scheiße. Regt mich das gerade auf, ey. So, ich habe jetzt einen Apfel weggeschmissen, eine Melone weggeschmissen, ein Marvel 1 weggeschmissen. Marvel 1, da stand irgendwie produces a perfect hit oder so. Dann würde ich wahrscheinlich einen kritischen Treffer landen, was eigentlich gar nicht so schlecht ist, aber was soll ich machen? So, ich will jetzt hier nämlich irgendwie... weiterkommen. Ich verstehe zwar nicht, warum ich jetzt Platz in meinem Inventar brauche, weil er fragt mich ja, ob ich das besorge, was ich brauche, um ihn zu heilen. You do it, take this with you. Achso, du gibst mir noch was mit. Kaul. Keine Ahnung. Kaul. Man sagt ja Kau, also sage ich Kaul. Das ist bestimmt voll falsch und klingt wie Kaulquappe. Aber, naja. Tundin is an island in the southeast. The call will allow you to understand the to understand the language of music. Dann weiß ich, wo ich hin muss, Baby. Also es sei denn, das ist jetzt eine andere Stadt als die Flötenspielerstadt. Das Ding ist, ich bin da schon zweimal gewesen, aber nie hat mir irgendjemand gesagt, wie dieser Ort heißt. Also, obwohl, Tannen, da bin ich doch aber schon... Ach so, nee, das taucht in meiner Liste auf, weil ich da schon gewesen bin. Ja, nee, okay, ich glaube, ich verstehe so langsam. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber ich glaube, zu 95% verstehe ich, worauf das hier hinausläuft. Okay, alles klar. So, dann lass uns jetzt mit der Schleifchenperson sprechen. My brother Mogu was brave and fought hard, but Mode was too strong. Mode's spell has trapped Mogu in the world of dreams. Please help him. Mogu ist also der Mogu und Mode, das klingt irgendwie so ähnlich. Vier Buchstaben mit M beginnend.
Die fangen wahrscheinlich alle mit M an, weil sie halt die Moles sind, aber ja gut, wir werden sehen. Auf jeden Fall habe ich, egal wie viel Irrungen und Wirrungen mich heute noch begleiten, auf jeden Fall weiß ich, was ich als nächstes zu tun habe und das ist schon mal gut. Zumal ich mich nach Tanlin auch hinporten kann, wenn ich da jetzt nicht schon wieder... Oder war das Tunlan? Tunlan? Tanlan? Warte mal, kann ich von hier aus in mein Warp-Menü rein, um da ein bisschen... Nee, kann ich natürlich nicht, aber egal. Wir werden das schon irgendwie hinbekommen. Wenn auch mit Umwegen, aber egal, wir sind bisher immer ans Ziel gekommen. Ich musste noch nie ein Let's Play abbrechen. Das müssen wir uns immer vor Augen führen, wenn wir hier das Gefühl entwickeln, dass ich gar nichts mehr gebacken kriege. Es gab bisher immer ein Happy End. Es sei denn, die Entwickler haben ein trauriges Ende vorgesehen, aber vor dem Hintergrund schaffe ich es, ein Spiel zu beenden. Oh, war es immer ein Happy End. Ich glaube, das ist der Speichertempel. Und das ist der schönste Speichertempel von allen, wenn ich das mal so sagen darf. Gefällt mir ausgesprochen gut. Liegt aber vielleicht auch daran, dass ich mich daran noch nicht so satt gesehen habe, wie an den anderen. Aber jetzt haben wir endlich auch mal wieder ganz brav und vernünftig in-game gespeichert. Das letzte Mal liegt, glaube ich, auch schon eine Weile zurück. So, und das dürfte dann das letzte Häusle sein. Und überall ist nichts los, weil die sich alle bei dem armen Kranken versammeln. Das ist aber eine sehr kleine Bevölkerung, die hier lebt. Das sind sehr wenige Maulwürfe nur. Weil vielleicht sind die anderen gerade im Urlaub oder so. Oder die haben hier Geheimverstecke, von denen ich nichts weiß. Keine Ahnung. Aber es gibt hier keinen Laden. Es gibt keine Übernachtungsmöglichkeit. Vielleicht kommt das, wenn ich denen hier helfe. Mal gucken. Wir werden sehen. Aber das ist auch nicht das Einzige, was es hier noch gab. Denn diese ominöse Höhle. Ja, die müssen wir jetzt auch mal inspizieren. Was gibt es hier zu holen? Ich habe Angst. Und ich weiß, meine Marbets sind nicht aktiv, aber das ist gewünscht. Das ist eiskalt kalkuliert. Wer oder was lauert hier? Bisher ist diese Höhle sehr linear. Das begrüße ich. Linearität for the win. Heute bin ich da voll der Freund von. Nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag lineare Spiele, wenn du Random Encounter hast. Denn... ich mag nicht Linearität und Erkunden, so in dem Sinne nur, wenn du nicht alle zwei Schritte Kämpfe hast. Das ist gerade die Erkenntnis des Tages, weil ich mich in so vielen Let's Plays immer gefragt habe, warum bewerte ich das mal so, aber ich glaube, das ist wirklich so der rote Faden, den ich für mich jetzt festhalten kann, live um 5 Uhr morgens an einem November-Samstag. So, den mittleren Gegner, kenne ich den schon? Kennen wir den schon? Es gibt M und D Fliers. Fliers. Spreche ich das richtig aus? Keine Ahnung. Sollt ihr Flö sein? Ich glaube, das ist. Ich glaube, das ist Flo. Aber ich weiß trotzdem nicht, wofür diese Anfangsbuchstaben da immer stehen. Oh. Oh, das war gerade sehr wenig Schaden. Nee. Vielleicht wäre Zauber hier besser gewesen. Mann, jetzt lass doch mal meine Blö in Ruhe. Warum wird die denn hier die ganze Zeit behelligt mit so. Ups. Hässlichen Zustandsveränderungen. Ich dachte, links und rechts würde ich die safe. Killen, aber nix da. Aber guck mal, Blö hat sich wieder erholt. Na gut. Also wenn jetzt noch Dings ein bisschen früher rankommen würde, Dings, wen meine ich mit Dings, Paul, dann wäre das alles ja viel entspannter, ne? Der ist so spät an der Reihe. Das ist doof. Dabei ist er mit dem Boomerang eigentlich schon mit einem Action-Boost versehen. 3000. Das ist sehr, sehr gut. Das ist vor dem Hintergrund auch sehr, sehr gut, dass ich mit einem Zauber von Blö wahrscheinlich diesen Gegner oder diese Gegnergruppe in einer Runde aus dem Weg hätte räumen können. Das muss man sich mal merken. Oh, warte mal, hier bin ich jetzt wieder draußen. Haut mich mal nicht, aber ich muss mal kurz gucken, ob wir hier noch andere Gegner haben. Ja, haben wir. Und ob die auch so ergiebig sind, weil ich bin jetzt erstaunlicherweise nur in einen Kampf verwickelt worden. Nautulis und Buzzer. Den Buzzer, den kennen wir. Ich hetze jetzt mal alle auf Nautulis. Weil wenn das so eine Höhle ist, wo ich von allen Gegnern im Grunde genommen 3000 kriege, das wird jetzt hier bei der Gruppe nicht der Fall sein, ist mir schon klar, dann wäre das vielleicht ein interessantes Eckchen. Können wir noch einen dritten nehmen? Wenn da jetzt nochmal ein gleicher Kampf kommt wie gerade eben, dann schneide ich das raus.
das ist nicht der gleiche. Es ist eine andere Gegnerkonstellation. Aber ich mache das jetzt mal ein bisschen einfacher für uns, indem ich Blö einfach mal zaubern lasse, okay? Aber ich will jetzt hier ganz gerne einen Flächenangriff haben. Die Ex-Zauber, die gehen immer nur auf einen einzelnen. Nova war, glaube ich, so der wahrscheinlich stärkste, aber der ist auch so teuer. Geht Blast auf alle? Blast geht auch nur auf einen. Ach so, guck mal, aber diese... Nein. Diese, die kein Ex dran haben, die gehen auf alle. Also zumindest Eis. Wo sind denn die anderen? Chill ging, glaube ich, auch auf alle. Chillen wir mal eine Runde. Kostet nämlich nicht so viel und ist vielleicht trotzdem ergiebig. Ja, auf jeden Fall deutlich ergiebiger, als sie normal angreifen zu lassen. Ich glaube, das könnte ein lohnenswerter Kampf sein. Hat jetzt jemand mitgerechnet? Haben wir hier Cracks, die einschätzen können, ob ich jetzt mehr oder weniger als 3000 kriege? Ich glaube, weniger. Ja, alles klar. Also dieser krasse Gegner muss dieser heftige Floh da gewesen sein in der Konstellation, der so mittig war. Der hat, glaube ich, nochmal ordentlich Boost mitgegeben. Ich liebe diese Ecke jetzt schon. Ich möchte in jedem JRPG immer irgendwie Schneegebiete haben und hier habe ich es. Und da ist eine Stadt und das wird Skandale sein und wir haben neue Gegner und wir werden vor den Stadttoren erstmal verrecken, ne? Darauf zielt das Spiel doch ab. So, okay. Ich glaube, ich möchte diese Zooms gerne schnellstmöglich töten. Ich weiß nicht, ob Eis in dieser Gegend jetzt so die allerbeste Option ist. Wir gucken mal. Ach so, ich wollte gerade sagen, hey, ich habe doch gar nicht Blast ausgewählt. Das hatten wir in der letzten oder vorletzten Folge auch schon mal, diese Irritation. Also mit Blö geht das ja alles. Aber ich mache auch mit dem Boomerang. What? Eigentlich ganz gut Schaden. Okay, also wenn das hier der Standardgegner ist und der nicht super selten nur auftaucht, dann ist das vielleicht die beste Möglichkeit, um hier zu leveln bisher. Nova X wird dann, ich habe es ja gerade festgestellt, wahrscheinlich nur auf einen einzelnen Gegner gehen. Ich habe jetzt Blut gelegt, Leute. Ich muss jetzt... Nein! Ich glaube, ich habe meine Lieblingsstadt. Ich sehe den ersten Screen und denke mir so, ey, das ist einfach so das Geilste. Wobei ich diese Flötenstadt auch richtig geil fand. Du siehst aus wie der letzte Boss, den ich bekämpft habe. Nur halt mit anderer Farbgebung so, aber sah der nicht ähnlich aus? Ich finde, es schreit förmlich danach, den neuen Zauber mal auszuprobieren. Alter Vater, 54 AP. Ich hätte bitte gerne Items, die meine AP-Anforderungen für Zauber irgendwie senken. Holy, der verträgt was. Ja, Silence ist egal. So, mit Intelligenz bist du, glaube ich, auch nicht gesegnet, ne? Wirst gerade mit so einer Nova X angezaubert, aber denkst dir so, ach, ich will den Paul jetzt erstmal verstummen lassen. Das Nova X-Kissen, das hat mich so angenehm gekitzelt unter den Achseln. Ne, keine Ahnung, was im Kopf dieser Flower vor sich geht. Aber 2, 3, ja, 3 wäre jetzt schöner gewesen, aber wir wollen mal nicht so sein. So, ich guck mal, was die Stadt jetzt hier für uns bereithält. Oh, schön, ganz schön viele Häuser. Aber wenigstens nicht wie ein Prima 10.000 Läden. Ich sehe das da oben schon. Es gibt, so wie es sich gehört, einen Ausrüstungsladen und einen Itemladen. Das reicht dann auch. Alles schön feinsäuberlich aufgeräumt dargestellt. This is Spring. Was? Ich bin in Spring. Aber Spring ist doch eigentlich Frühling, oder? Spring ist doch Frühling. Warum sieht eine Winterstadt... Warum heißt eine Winterstadt Spring? Das verstehe ich nicht. Ich habe keinen Bock zu speichern. Ich habe euch schon einmal gespeichert. Irgendwann ist auch genug hier. Spire controls the sky. It's in the lake to the southeast. Ah, okay. Und das ist dann wohl auch der nächste Boss, oder was? Spire? Ich weiß es nicht. Irgendwas sagt mir, dass das ein Drache sein könnte. The entrance to Spire is buried. Ach, das ist ein Ort. Only the mole people can uncover it. I hear that they live in the wilderness to the north. Ja, da komme ich gerade her. Das hast du auf jeden Fall sehr richtig eingeschätzt. Warte mal, wir gehen mal erstmal übernachten. Warum sehen weltweit eigentlich alle Inns komplett gleich aus vom Aufbau? Wobei bei den Wohnhäusern gibt es auch sehr viele Ähnlichkeiten. Aber da hast du wenigstens ein bisschen Variation zwischen den einzelnen Städten und Ländern und Gebieten und so. Aber hier,
Die Inns, die folgen immer dem gleichen Designschema. Ich meine, das Gute ist, da fühlst du dich halt jedes Mal zu Hause, ne? Das ist bestimmt so ein Hotel, so eine Hotelkette, die so eine Monopolstellung hier in der Breath of Fire Welt hat. So, oh Gott, einkaufen. Einkaufen ist in diesem Spiel immer ein sehr, sehr großer Krampf, aber es muss sein, denn wir wollen überlebensfähig bleiben. So, dann zeige mal. Ja, Kohle sollte auf jeden Fall reichen, wenn ich das so richtig überfliege. Kommt jetzt natürlich drauf an, wer was tragen kann, ne? Aber wir werden sehen. So, Quartz. Das hier kann zum Beispiel jeder tragen. Das könnte dann schon mal teuer werden. Aber es ist nicht für jeden besser. Außer für Nina. Ey, das Blöde ist, dass mein Inventar auch so zugemüllt ist. Ich habe gerade gar keinen Bock aufzuräumen, ne? Aber ich glaube, ich werde nicht drum rumkommen. Aber warte mal, wir gucken uns vielleicht mal alle Items an, weil ich dazu neige, in letzter Zeit immer nur auf die teuren Sachen zu gehen. Warum bekomme ich jetzt hier kein Vergleich? Womit hing das nochmal zusammen? Ich weiß es nicht. Ich kaufe das nicht, wenn der mir hier nicht explizit... Wenn der mir nicht explizit anzeigt, dass es besser ist. Das schreit sehr nach einem neuen Charakter. Wenn das hier keiner tragen kann. Ich weiß zwar nicht, was Ross CW mir sagen soll, aber die CWs, die können meine Leute nicht tragen. Na, mal gucken, was da noch so kommt. Hier haben wir den B-Ring. Ich sollte, warte mal, das sind hier, glaube ich, alles Waffen, ne? Das hier wird ein Dagger sein, das hier ist ein Sword. Ich müsste vielleicht mal den Waffentypus ändern, damit mir hier angezeigt wird, ob das eine Verstärkung oder eine Verschlechterung ist. Aber so geil ist das Zeug hier auf den ersten Blick nicht. Mann, was ist denn das? Warum sagt er mir denn nicht? Willst du nichts verkaufen? Oder was soll das hier? Gaia-Mask haben wir, glaube ich, auch schon irgendwo anders gesehen. Ich finde das so dumm, dass hier einiges nicht angezeigt wird. Also ich habe schon verstanden, jetzt anhand des Boomerang-Beispiels, dass das Spiel sich so denkt, naja, Schwert und Boomerang kann man nicht vergleichen, weil der Schadensoutput verteilt sich hier und da konzentriert er sich. Alles okay. Aber gibt es auch so einen Erklärungsansatz bei den anderen? Bestimmt gibt es das. Aber wäre es nicht schöner, wenn das Spiel einem das einfach offen mitteilen würde? Ich weiß nicht. Ich werde vielleicht offscreen. Ich muss mal gucken, wo ich den Part heute beende. Eventuell werde ich mal gucken, ob ich mal kurz abspeichere, einkaufe, das in den Menüs checke und dann nochmal neu lade, wenn ich feststelle, dass das keine gute Investition war. Ich habe nämlich gerade gar keinen Bock, das bei laufender Aufnahme zu machen. Und ihr wahrscheinlich auch nicht so. Ich weiß nicht, warum ich jedes Mal bei der Bank, in Anführungsstrichen, hinlaufe. Komme ich hier weiter? Oh, es geht hier noch weiter. Okay. Da haben die sich aber nicht sehr viel Mühe gegeben, wenn das hier irgendwie Eis darstellen soll. Wie nicht mal irgendwie eine Oberflächenstruktur dazu erkennen ist, sondern einfach nur voll platt irgend so ein Eisblau reingeballert wurde. So, aber wir haben ja hier noch einige Häuser mit hoffentlich sehr rätseligen Leuten. Achso, ich spiele ja Breath of Fire, da gibt es keine Leute in den Häusern. Die sind irgendwie wirklich zu 80% einfach immer leer. Und die Einwohnerzahlen sehr, sehr gering. Es gibt manchmal gefühlt mehr... Ah, nee, guck mal. Boah, hier ist die Bude ja richtig voll. Hier steigen also mal die Partys. Alles klar. Hier geht der Shit ab, wenn du in Spring irgendwie was erleben willst. Besuchen Sie dieses namenlose Haus. Wobei das hier wahrscheinlich einfach nur ein Seniorenheim ist oder so. Wobei, nee, ich sehe nur eine alte Person. We were proud of our great waterfall, but now it's frozen. Aha. Das soll wahrscheinlich so grafisch so trist aussehen oder so. Keine Ahnung. So würden sich die Entwickler wahrscheinlich verteidigen, weil sie sagen, naja, man will ja die Leute aus der Trostlosigkeit befreien. It's very cold. I don't have any warm clothes. Würde ich dir welche kaufen, wenn du magst, weil ich kann hier mit dem Zeug im Laden nicht viel anfangen. When I was young, I was told that Spire controls the climate. Ach so. Ach, so ist das. Spire wird, glaube ich, irgendwie ein interessanter Ort. Ich habe gerade noch gar keine Vorstellung davon, wie es da aussieht, aber ich bin sehr erpicht darauf, das herauszufinden. Und ich möchte gerne einen neuen Charakter haben. Und der wird kommen,
weil ich das im Laden gesehen habe. Die Läden, die spoilern einen immer so ein bisschen. Also die spoilern jetzt nicht so krass wie Xenoblade Chronicles 2, was du einfach mal so sagst, so in irgendeinem Menü so, hey, dieser Skill ist nur für Charakter XY verfügbar und du hast den eigentlich noch gar nicht in deinem Team und du denkst dir nur so, alles klar, danke für die Info vorab. Das wird hier wahrscheinlich nicht passieren. My husband went to Spire and has not returned. He likes to climb towers. I hope he hasn't fallen. Das hoffe ich auch. Ich hätte gerade fast gesagt, wenn wir den irgendwie am Boden finden, dann kratzen wir den ab und bringen ihn dir mit. Aber das, ich glaube, das kann man nicht schlimmer formulieren, als das gerade in meinem Kopf als erster Gedanke vorhanden war. Dass sie das niemals hören wird, hoffentlich. Aber ich finde das gerne für dich heraus. So rum. Ich wette, wir werden den in diesem besagten Turm, das wird bestimmt ein Dungeon sein. Den Turm haben wir sogar gesehen, südlich hier von der Stadt. Da bin ich so ein bisschen dran vorbei, also nicht vorbeigelaufen, aber aus der Ferne hat man den erkannt. We've never had snow before. It was exciting at first. Deswegen Spring. Deswegen Spring. Das Klima spielt hier verrückt und eigentlich ist das gar keine Schneestadt. A tunnel behind the waterfall leads to Skande. Oh, endlich. Das ist doch mal ein werthaltiger Tipp. Warte, erstmal noch Nachtdusche abchecken, aber hier gibt's nichts. Ich finde es übrigens ganz, ganz toll, dass hier in der Stadt jede Person bisher was anderes gesagt hat. Das haben wir in anderen Städten auch schon anders erlebt, wenn ihr euch zurückerinnert. I hear that a dark dragon henchman can control people through dreams. Ja, wir kennen auch schon eine betroffene Person. Also wir kennen sie nicht, aber wir haben eine getroffen, die davon betroffen ist. So rum. Mal gucken. So, und hier ist wieder Janisch los. Aber ich muss einen kleinen Rückzieher machen. Die Stadt ist doch besser bewohnt, als ich das nach dem ersten Hausbesuch vermutet hätte. Denn wir haben jetzt hier doch ein paar NPCs angetroffen und das ist doch erstmal schön. So, ich brauche jetzt eine gute Vorgehensweise. Es wird wahrscheinlich einfach nur einmal so kreisförmig hier rumführen. Da ist der Wasserfall. Guck mal, der ist nicht mal in Bewegung. Aber gut, es ist auch alles frozen, haben wir ja gehört. Aber ganz ehrlich, wenn dieser Wasserfall festgefroren ist, dann sollte ich dahinter eigentlich auch keinen Weg finden. Aber vielleicht komme ich auch erst zu Skande, wenn ich das Klima hier wieder zurückgebracht habe, das alte. Und guck mal, das wird, wenn wir hier wieder den Frühling haben, dann werden hier die Entchen wieder rumschwimmen. Das wird bestimmt so ein richtig idyllisches Frühlingsdörfchen sein. Und die leiden alle sehr unter ihrem Winter. Aber Hauptsache, ich komme hier erstmal rein und sage, das ist die schönste Stadt aller Zeiten. Und die Leute sind hier einfach todunglücklich, weil sie da voll keinen Bock drauf haben. Und da einfach sehr drunter leiden. Oh. Hä? Das ist jetzt nicht euer Ernst. Ich kann über den Südausgang die Stadt... Ich komme jetzt nicht wieder zurück. Seriously. Also, Spiel, jetzt mal ohne Witz, ne? Das kannst du nicht bringen. Du kannst nicht einen Einbahnstraßenausgang konzipieren und Leute rauslassen und den dann... den Rückweg versperren. Was ist denn Gramor? Wo zur Hölle habe ich hier bitte was ausgelassen? Ich muss irgendeine Stadt ausgelassen haben. Das gibt's doch nicht. Ich bin gerade maximal verwirrt. Ich will jetzt aber bitte selber bestimmen, wann ich diese Stadt endgültig verlassen will, okay? Deswegen müssen wir jetzt leider nochmal zurück. Auch wenn es hier eventuell nichts mehr zu holen gibt. Aber ich war mit der Erkundung noch nicht durch. Meine Güte, ey. Also, was habe ich auch noch nicht erlebt? Ich habe das Gefühl, dass das Spiel mich provozieren möchte. Nicht in Ordnung. So, es ging hier nämlich noch weiter nach rechts. Und wenn das hier schon so ringförmig aufgebaut ist, mit diesem vereisten Seefluss, whatever. Nee, See ist es nicht, ist ja eher ein Fluss. Dann möchte ich auch einmal den kompletten Kreis ablaufen. Und ich wollte mir den Wasserfall oben auch noch angucken. Und guck mal hier. Hier ist auch noch was. Nämlich nichts. Aber nichts ist manchmal auch was. Wer Blue Dragon, gespielt hat, der wird nichts zu schätzen wissen. Ne? Zwinker, zwinker. So, hier gibt es auf jeden Fall nichts, aber irgendwie ist das hier auffällig. Ich dachte, dass ich zwischen den Bäumen eventuell was einsammeln kann, aber pass auf, nix da. Okay, jetzt ist auch irgendwann mal gut. Alles klar, nee, ich nehme alles zurück. Ich dachte nämlich, nachdem wir den Hinweis bekommen haben, dass wir hinter dem Wasserfall was finden,
dass wir da jetzt auch durchlaufen können, was, wie gesagt, wenig Sinn ergeben würde, es sei denn, wir nehmen jetzt hier eine vollmotorisierte Kettenkreissäge und oder Ochs ballert da einmal gegen oder so, keine Ahnung, aber da ist scheinbar kein Durchkommen. Wir müssen am Klima schrauben, das habe ich jetzt gelernt. Und vor diesem Turm ist wieder so ein Symbol. Und ich muss etwas mit diesem Symbol machen, um hier weiterzukommen. Das ist interessant. Ich habe übrigens auch gelernt, danke an der Stelle ebenfalls nochmal an Thomas, dass diesen Zauber von Khan, den ich vor nicht allzu langer Zeit freigeschaltet habe, den kann ich nur unter Wasser einsetzen. Wir sind aber heute, glaube ich, in der Folge noch gar nicht unter Wasser gewesen, ne? Deswegen kam ich da noch nicht dazu, aber wir werden das zu gegebener Zeit, werden wir das machen und testen und probieren. Und warum nehme ich jetzt die krass teuren Zauber, weil ich gleich gegebenenfalls nochmal übernachten werde. Wir hatten mehr Energie von den beiden, das habe ich jetzt gerade gar nicht gesehen, weil die beide One-Hit-Down waren. Hey, aber dann habe ich ja jetzt hier aktuell gar keinen... Ach doch, ich habe einen Weg, na klar. Ich habe eine Vermutung. Ich habe gerade voll die Theorie und ich glaube, die wird voll stimmen. Ich muss nämlich eigentlich an diesen Turm. Ich komme an diesen Turm aber nicht ran, weil ich einen Charakter benötige oder einen Zauber benötige, der mit diesem Symbol interagieren kann. Aber ich meine, dass ihr mal mir in die Kommentare geschrieben habt, dass das... Obwohl, war es ein Zauber oder war es ein Charakter? Ich weiß es nicht mehr. Aber eventuell, wir müssen ja diesen schlafenden Maulwurf, den müssen wir ja zurückholen. Das ist unsere Aufgabe. Und der hatte einen Namen. Der hatte einen Namen, den ich schon wieder vergessen habe. M und 4 Buchstaben. Und vielleicht wird das der Charakter sein, der mit diesem Symbol interagieren kann und dann komme ich in den Turm. Dann hätte ich nämlich einen Maulwurf-Charakter. Und ich meine, dass ich in diesem ganzen Breath of Fire Franchise auf irgendeinem Screenshot-Artwork auch schon mal einen Maulwurf gesehen habe. Ja, meine Theorie nimmt Farbe und Form an. Ich glaube, das könnte es sein. Ich werde jetzt mal Fire versuchen. Ich weiß nicht, ob die das eventuell gar nicht so schlimm finden. Ah, doch. Schaden ist ordentlich. Weil eigentlich sind ja, wenn hier alles normalerweise gar nicht so verschneit und so kalt ist, sind das vielleicht auch die Gegner nicht. Also wisst ihr, was ich meine? Wobei so eine Flower, die eigentlich auf den Frühling oder auf den Sommer ausgelegt ist, im Winter eigentlich auch nicht überleben dürfte, ne? Ich weiß nicht, wie schnell die sich hier anpassen. Aber ist auch voll egal. Ich mache mir schon wieder aber so viel Schrottgedanken, ey. Es ist der Wahnsinn. So, wir werden jetzt einmal übernachten gehen. Wobei, ich könnte eigentlich noch mal kurz gucken, was hier in den Abendstunden so abgeht. Aber guck mal, ich glaube, ich bin schon im Abendmodus, weil die alle jetzt hier nicht mehr draußen rumlungern. Trotzdem, lass mich mal einmal kurz übernachten. Und ich kann mich ja hier hinporten. Das heißt, ich kann dann offscreen, und das werde ich auch machen, weil ich wollte heute eigentlich zwei Folgen mindestens aufnehmen. Jetzt habe ich übernachtet, jetzt ist es wieder Tag. Mann, ey, okay. Aber egal, wir haben Items. Wir haben Items, die das beschleunigen, die uns dorthin bringen, wo wir hin möchten. Ja, man muss das halt nur auf der Weltkarte einsetzen und ich bin zu doof, mich an dieses Detail zu erinnern. Unfassbar. Aber egal, es gibt für alles eine Lösung. So, warte. Einmal Dekaki bitte jetzt. Und es ist bestimmt voll umsonst, weil hier gerade gar nichts abgeht, aber sicher ist sicher. Sicher ist sicher. Oh, guck mal, wie hübsch das ist. Ich weiß nicht, ob mir die noch besser gefallen kann, wenn hier der Frühling ausbricht als jetzt. Ich wollte gerade sagen, guck mal, hier in dem Haus sind Lichter an, deswegen ist da jemand drin. Aber ich stelle gerade fest, dass die anderen Häuser auch alle gar keine Fenster haben. Deswegen wissen wir das gar nicht so genau. Spire controls the sky. Kennen wir. Gibt es ja auch was Neues? Ich sag mal, lebt hier irgendwie nur eine Familie? Und zwar in diesem Haus? Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, viel neuen Input werden wir hier und heute nicht bekommen. Aber eine Sache würde ich gerne nochmal ausprobieren, Leute. Warte mal, ich laufe mal erstmal kurz in die Häuser rein, um zu gucken, ob da vielleicht noch jemand anzutreffen ist. Ja, in zwei Häusern ist tatsächlich noch was los. Aber ich weiß nicht, ob die Leute jetzt neues Zeug erzählen. Nämlich einmal hier.
Die Info haben wir schon bekommen und die auch. Waren die letzten Male in diesen Häusern nicht nur jeweils eine Person? Keine Ahnung. Und hier sind auch zwei Leutchens. Hier der Deductor, das kennen wir auch schon. Und das ist der... ja, das ist der Opa, der normalerweise im Stadtzentrum oder im Dorfzentrum seine Runden dreht. Na gut, eine Sache will ich jetzt noch ganz kurz probieren und dann werde ich den Part für heute beenden. Aber ich wollte... Ich vergesse es jedes Mal. I'm very, very sorry, liebe Leute. Aber warum kann ich mich unter freiem Himmel nicht warpen, wenn ich mich in einer Stadt befinde? Ich werde das nie verstehen. So, ich wollte mir nur kurz angucken, was Thunland für eine Stadt ist, weil ich das gar nicht mehr auf dem Schirm habe. Und ich gerne... Ja, bla. Komm, ich will einfach nur gucken, Erinnerungen auffrischen. Ja, Thunland ist die Stadt... Die Musik, die Musikerstadt, die Musizierungsstadt, hätte ich gerade fast gesagt, aber ich glaube, das Wort ist zu kaputt, um richtig zu sein. Auf jeden Fall werden wir beim nächsten Mal gucken, ob wir hier irgendetwas tun können, um den armen Maulwurf von seinem bösen Traum zu erlösen und vielleicht einen neuen Mitstreiter zu gewinnen. Wir werden sehen. Ich bin gespannt. Für heute bedanke ich mich aber erstmal fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, ihr Lieben, und bis dann. Ciao.